Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Training-Teil von Knackrack. Ich bin von neuer Gameplays als Hobby und ja, das Training mit Knackrack befindet sich natürlich bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Also nicht irgendein Gameboy-Spiel. Und ja, wir gehen natürlich wieder ins Training. Wer den ersten Teil gesehen hat, hat jetzt den Manöver-Dojo gesehen, um einfach nur mal zu sehen, was kann der für Attacken, für einzelne Attacken und ganz, ganz leichte Kombos. Ja, wenn es einen natürlich gefallen hat mit dem Pokémon, welches man sich ausgesucht hat, kann man natürlich noch weitergehen. Nämlich den Combo-Dojo. Versuche dich an verschiedensten Kombos. Das ist natürlich schon anspruchsvoller. Wir wählen es jetzt mal aus. Bleiben, wie gesagt, bei Knackrack. Ja, und ich kann euch nicht versichern, dass ich jeden einzelnen Combo auch hinbekomme. Weil gerade der letzte, die sind immer sehr anspruchsvoll, der vorletzte. Ob ich das hinbekomme, weiß ich nicht. So, Combo-Dojo. Hier werden wir uns mal einen etwas schwereren Kombos versuchen. Da sieht man schon, das sind die ganzen Kombo-Reihen. Und gerade das letzte, was man da alles vollbringen muss. Also diese Latte an Klicks, die man da machen muss. Kritischer Treffer mit nach oben Y. Dann diese scheiß Sprinten, was mir nicht so wirklich funktioniert. Und während ich Sprintfokus X und wieder nach vorne um B und in der Luft Y, X, X halten und loslassen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe. Also die zwei habe ich noch nicht wirklich geschafft, wie man sieht. Ich habe nur bis Combo 4 geschafft. Und ja, die letzten... Also da muss man wirklich sehr, sehr schnell schalten im Online-Kampf. Oder generell in den richtigen Kampf, auch gegen Computer. Man muss wirklich die Situation in Millisekunden erkennen, wo du mit so einem Combo plötzlich starten kannst. Und das ist natürlich fast, also finde ich persönlich, fast unmöglich. Weil man so drauf konzentriert ist, irgendwie nicht getroffen zu werden oder den Gegner einfach nur zu treffen. Und man sucht sich eigentlich seine Kombos selbst raus. Aber gut, wir machen jetzt einfach mal den ersten Combo. Ich mache jetzt mal die Vorführung aus. Das mache ich jetzt nur, das mache ich dann nur bei den letzten zwei, weil damit ihr es einfach nur die Kombos mal sieht. Aber ich krieg's halt eben, wie gesagt, nicht hin. Also, Kombo-Kunde 1. Was ist das für nochmal für ein Knopf? Jetzt bin ich gerade aufgeschmissen. Na gut, wir drücken einfach mal vor und Y, Y. Ach, ein X ist das, habe ich gerade gesehen. Okay. Also, einmal X. Und dann, genau. Das ist eine Combo, die seht ihr bei mir oft. Die benutze ich immer wieder. Ja. Was soll ich sagen? Die ist halt sehr praktisch. Also gerade wenn der Gegner in der Luft ist, diese zwei Schläge mit Y, das ist einfach klasse. Benutze ich natürlich auch immer nach dem, ich sag jetzt mal, nach der Kopfnuss an der Wand und der schleudert nach kurz hinter dir. Mache ich es ja auch immer sehr gern. Das wird hier zum Beispiel nicht gezeigt. Also man kann sich die Kombos natürlich auch selbst zusammenwürfeln. So, Kombo-Kunde Nummer 2. In der Luft X, dann dreimal Y und Abbruch mit da vorne und A. Okay. Hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Das Timing muss halt eben stimmen für solche Kombos. Wir versuchen es jetzt nochmal. Also es funktioniert auch nicht immer. Also während er den dritten Schlag schon ausführt, drücke schon die ganze Zeit nach vorne und A. Was er natürlich dann erst so gesehen nach der Attacke dann macht. Aber ich drücke schon dann die ganze Zeit, damit ich weiß, okay, das, ich mache auch nichts anderes. Es ist nicht wirklich leicht manchmal. So, was haben wir noch? Kombo-Kunde Nummer 3. Jetzt wird es schon ein bisschen mehr. Kritischer Treffer mit runter und A. Und dann nach links Y und dann viermal Y. Ups, das war nichts. Okay, noch einmal. Wie man sieht, diese Kombos sind echt mächtig. Gerade zumindest, wenn man so mächtigen Gegner, Charakter ausspielt, wie zum Beispiel Knackrack. Man hat gesehen, bei ihm da oben, das Leben, das war zur Hälfte weg.
Also... Ja. Als wenn man mal Glück hat und man erwischt ihn so gesehen mit diesem Sandgrab, also mit dem hier. Und dann fällt einem direkt die Combo ein, als wenn man sich die merkt. Dann kann man das natürlich auch direkt einsetzen. Muss sich natürlich erstmal die Situation ergeben, dass man den so natürlich greifen kann. So. Ein letztes Mal. Das könnte man sich eigentlich merken. Und die Kombo ist eigentlich auch gut möglich. Muss man mal schauen im nächsten Kampf oder so. So, da haben wir das letzte, was ich noch geschafft hatte. So, nach hinten und X gedrückt halten. Während Sprintfokus X. Ah ja, der Sprintfokus, scheiße. Und dann nach vorne und 2 bei Y. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ah ne, Y gedrückt halten. Wie soll man denn da so schnell Sprintfokus machen? Der kurzen Zeitsprintfokus, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ups, das war X, was ich gedrückt habe, nicht Y. Also dann wird es echt schon schwieriger. Gerade wenn so ein scheiß Sprintfokus in der Mitte ist, was mir sowieso selten gelingt. Das ist nicht so leicht. Ja. Und dann muss natürlich die Knopfreihenfolge stimmen. So, geht doch. Okay. Nehmen wir. Wir versuchen jetzt einfach mal. Kombo-Runde 5. In der Luft A drücken und dann X halten. Und dann in der Luft X wieder loslassen. Ich habe X gehalten, aber nichts ist passiert. Hat sich nicht wirklich... Wie soll ich denn hüpfen, während ich X halte? Das ist... X und B, das ist gegenüber. Einmal unten und einmal oben. Wenn ich die beiden gleichzeitig drücken, also wenn ich X gedrückt halte und will B drücken, dann drücke ich eigentlich automatisch auch A und Y. Keine Ahnung, wie ich das halt machen soll. Ja, da mache ich direkt Greifen oder Konter, weil ich auf die anderen Knöpfe noch komme. Das ist jetzt wieder so ein Kombo, da zeige ich euch jetzt so einfach die Vorführung, damit ihr die Attacken mal sehen könnt. Aber wie man gesehen hat, es hat nicht viel Schaden gemacht. Achtet mal auf den Schaden, also da sind die anderen Kombos, die leichteren, stärker. Achtung, ich drück mal auf Minus, um die Vorführung anzuschauen. Er hat dann noch 420, während bei dem vorherigen Combo er nur noch etwas mit 300 hatte. Also an sich ein Combo, den man jetzt nicht unbedingt braucht. Finde ich jetzt persönlich, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn er natürlich sehr abwechslungsreich kämpfen möchte, dann kann er natürlich die ganzen Combos auch benutzen. Aber ich finde es sinnlos. Genauso wie Kombokunde 6. Also die werde ich, glaube ich, niemals hinbekommen. Und zwar Kritisch-Treffer mit Y, mit Hoch-Y und dann Sprint-Fokus X und dann... Ach, keine Ahnung, was alles. Ich mache jetzt einfach Vorführungen anschauen und dann sehen wir die Attacke zumindest. Erstmal die Attacke anschauen. Wie sieht es überhaupt aus? Sieht natürlich schon klasse aus. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal, die Vorführung, und achten mal auf die KP-Anzahl des Gegners. Mal gucken, ob sich dieser Kombo überhaupt lohnt, diese Mühe.
Ja, ist schon besser als Combo 5. Aber zum Beispiel nicht besser wie das hier. Wir machen jetzt eine Vorführung, ich hab keine... Na gut, fast genau, eigentlich genauso gut. Die 17 KP, die machen jetzt auch nicht die Wurst fett. Oder war es der dritte, der besser war? Ja. Der hier ist zum Beispiel stärker, der macht mehr Schaden. Also, wie gesagt, das ist... Das muss jeder für sich selber entscheiden, welche Kombos er am besten findet. Und ob er die verwenden kann während dem Kampf. Also ob man so schnell schalten kann. Wir gehen jetzt mal auf freies Training. Ich nehme natürlich wieder meinen und einfach X für Zufall. Gegner ist ja wurscht. So. Jetzt, was ich so, jetzt denke ich mal, neu so herausgefunden habe. Wie gesagt, man könnte ja dann... anderer Knopf. Machen die jetzt mal auf Blocken. Und dann, wenn ich ja also natürlich das hier mache und die blocken da immer... Das bringt mir... Genau, und dann greifen die. Das habe ich mir... Das hatte ich mir hier noch so eingestellt. Bei jeder Attacke, Achtung... Fängt sie an zu greifen. Um irgendwie dagegen zu... Um zu lernen, dagegen zu wirken. Das kann man hier natürlich alles einstellen. Hier Reaktionsverhalten, Greifangriff. Gibt es natürlich alles mögliche. Auch noch Standardangriff, Konterangriff, Sprung, Helfer, Pokémon, Limitschlag. Da kann man sich natürlich auf die einzelnen Sachen vorbereiten und trainieren. Ja. Genau. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay... Dann machen wir das hier und dann hüpfen wir einfach drüber und können auch greifen. Funktioniert genauso, wie wenn ich eigentlich kurz vorher auf Abbruch drücke und dann greife. Weil wir mal gesehen haben, funktioniert das ja auch nicht wirklich. Das heißt, wenn ich dann den da mache und greife dann auch so an. Okay, der Angriff hat natürlich den Greifangriff... Durchbrochen, das ist natürlich klar. Aber hätte er jetzt Konter gehabt, können wir ja auch gerade mal machen. Dann sehen wir das Ganze auch nochmal. Block, Konter, wo haben wir Konterangriff da? Das heißt, wenn ich jetzt den da mache, dann komm ich schon gar nicht mehr zum Angreifen oder ich lade ihren Angriff nur auf. Achso, ja gut, das geht aber wiederum. Ja, ich komme dann nicht zum Angreifen, ne? Ist halt so eine Sache, also. Selbst zum Greifen komme ich nicht mehr. Okay, sie lädt aber auch nicht auf. Die macht ja eigentlich immer die ganze Zeit den da. Man kann trotzdem greifen. Okay, mehr kann man ja eigentlich nicht machen, weil sowas kann man nur greifen, um den irgendwie eine auszuwischen. Weil, bei jeder Attacke wehrt es einen so gesehen dann ab. Also es geht nur mit Greifangriff, am besten mit Sprintfokus. Und auch nicht. Eigentlich sehr langweilig. Na gut, okay. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Na, ah, ich drücke mal den verkehrten Knopf. Und falls wir jetzt zum Beispiel den Gegner hier an der Wand haben. Ja, mach erstmal ein Dings. Wir müssen in die Duellphase, hier kann man es besser zeigen. Genau, und da habe ich euch ja zum Beispiel gesagt, man kann sich natürlich Kombos auch selbst ausdenken. Wenn ich jetzt mal einen Kopfnuss mache und noch einmal, so, da kommt es ja da auf die Seite, dann kann ich ja auch so machen.
und habe... Da hat sie nur 303 Leben. Gut, die hat generell nur 540 statt 600. Aber man kann sich Kombos, wie gesagt, natürlich auch selbst ausdenken. Na gut, okay. Ja. Mehr kann ich euch, glaube ich, eigentlich nicht zeigen. Mehr mache ich auch generell nicht. Ihr kennt ja meinen Kampfstil, wie ich kämpfe. Wie gesagt, ich kann euch einfach nur sagen, sucht euch ein Pokémon eures Gefallens aus. Oder welche ihr am liebsten mögt, die ihr auch bei Pokémon-Spielen immer gern genommen habt in einem Team. Dann schaut an, was kann er für Attacken, also nach Training 1 zum Beispiel Manöver-Kombo. Und wenn euch die Attacken und so gefallen und auch liegen, dann hier Training 2 geht ihr einfach mal auf Combo-Dojo und versucht mal die ganzen Kombos zu lernen, die hier, ich sag jetzt mal, fest drinstehen. Wie gesagt, man kann selber natürlich auch noch ein bisschen versuchen, etwas zu kombinieren. Ist nicht leicht. Ich meine, wenn man natürlich einiges ausprobiert, findet man bestimmt noch andere Kombo-Möglichkeiten. Aber ja, Kombos ist eine Zeitfrage, die man im Kampf nicht wirklich hat, wenn man schnell reagieren muss. Also bleibt man eigentlich hauptsächlich bei den ganz normalen Angriffen und versucht die halt eben hintereinander irgendwie hinzumodeln, dass es klappt. Die man sowieso mittendrin mit Konter oder mit Greifattacken unterbrechen muss. Also Kombos, sehr schwierig. Finde ich persönlich zumindest. Manchmal klappt's, manchmal halt nicht. Ja. Und wenn euch die Kombos dann natürlich auch liegen und es gefällt euch, dann geht ihr natürlich ins Training zurück. Und zeige ich euch jetzt nochmal ganz schnell. Dann macht ihr am besten Einzelspielerkampf und Standardkampf. Dann hat man hier natürlich Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch auf einfach oder sehr einfach anfangen. Macht aber, wie gesagt, am besten Rundenpunkte 5. Kampfzeit unendlich, das ist ja egal. Resonanzenergie könnt ihr ruhig anmachen, das ist ja auch bei Online-Kampf mit drin. Genau wie Fähigkeitenstufe ist bei Online-Kampf auch mit drin, also lasst es ruhig alles an. Wichtig ist, wie gesagt, unendlich Zeit. Rundenpunkte 5 und der Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wenn ihr jetzt 3 Kämpfe hintereinander mit jeweils 5 Runden mit 5-0 gewonnen habt, dann geht ihr raus, schaltet als Hörer, macht dasselbe nochmal. 3 Kämpfe mit jeweils 5 Runden gewinnen mit 5-0. Wenn ihr das schafft, hintereinander, dann geht ihr natürlich auf normalen allzu weiter, bis ihr auf sehr schwer ankommt. Und dann halt dort könnt ihr unendlich üben. Aber ich habe es ja auch schon bei einem Gameplay gesagt, beim Online-Kampf. Also gegen Computer kämpfen ist immer was anderes. Gegen Computer kämpfen ist immer was anderes als gegen Mitmenschen. Das ist dann doch nicht so ohne. Das heißt, man kann sich zwar darauf einstellen, wie ein Computer kämpft, selbst auf sehr schwer. Und ja. YouTube. Auch nicht leicht. Ja, man kann sich zwar einstellen, wie der Computer kämpft, aber ein Mensch kämpft immer anders als Computer. Okay. Ja, gegen Computer habe ich jetzt so gesehen eigentlich keine große Schwierigkeit. Kann natürlich mal passieren, dass der Computer logischerweise auch mal einen Sieg davon trägt. Je nachdem, wie es halt eben so läuft. Oder hier die Kombo. Wenn er da schon in der Luft ist, machen wir das da. Und wenn er an der Wand ist, na gut, manchmal klappt es, manchmal nicht.
Die Attacke finde ich irgendwie cool von Mewtwo. Nein! Oh. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was der für eine Attacke macht. Nein, du machst mich jetzt nicht platt in der Vorführung. Na gut, und wie gesagt, das macht ihr halt eben, bis es 5-0 steht. Und das halt dreimal. Und dann macht ihr immer einen Schwierigkeitsgrad höher. Bis ihr eigentlich keine Probleme mehr habt, gegen Computer zu kämpfen mit diesen jeweiligen Pokémon, den ihr trainieren wollt. Ich zeig's euch jetzt mal nicht bis zum Ende. Und würde jetzt einfach sagen... Jo. Fangt an zu trainieren, sucht euch das Pokémon aus, was euch gefällt. Und vielleicht sehen wir uns auch im Online-Kampf mal miteinander. Und ja, damit beende ich das Training mit Knackrack Teil 2 und weiteres Training gibt's ja nicht. Und wünsche euch viel Spaß beim eigenen Training. Ja, das war meine kleine Trainingsanleitung bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich hoffe, es war verständlich. Und ja, kriegt das selber auch ganz gut hin, hoffentlich. Das war von mir Gameplays als Hobby. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf meinem Kanal. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja dann auch irgendwann in einem Online-Kampf und auf YouTube in diesem Sinne dann. Also, auf Wiedersehen und tschüss!